Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Boltenhagen, Zwischenstation auf dem Ostseeradweg von Dänemark bis Aalbeck. Wo könnte man schöner gemütlich radeln? 20 junge Radsportler aus Parchim, Rostock und Greifswald hat der Landesradsportverband zum gemeinsamen Training an die Küste geholt. Gemütlich geht es in dieser eisigen Märzwoche allerdings weniger zu. Heute ist ein 600 Meter langer Anstieg angesagt. Der Berg ruft, lautet das Trainingsmotto. Wir wollen ja, dass das mal alles kleine Sprinter werden. Und da wir umfassend ausbilden, Grundlagenausdauer, Kraft, Kraftschnelligkeit, haben wir heute unsere Krafteinheit. Und das ist eigentlich dafür da, dass die Sprinter dann auch mal am Ende durchbeißen können und dann im Zielsprint gewinnen. 8 bis 15 Jahre alt sind die jungen Radler. Vom Verein Mecklenburger Fahrradturn aus Parchim sind 8 mit dabei. Normalerweise trainieren die Jungs 2-mal die Woche, im Winter allerdings nur Leichtathletik und fahren auf der sogenannten Rolle im Trockenen. Der Wechsel zum realen Rennen muss deshalb zunächst einmal gemeistert werden, wenn's auch Spaß macht. Ja, die Herausforderung an dieser Trainingseinheit ist, dass wir einfach eine Kraftwiederholung machen. Die müssen 10-mal den Berg hochfahren und zwischendurch haben sie eine kleine Entspannung. Wir wollen einfach, dass sie ein bisschen mehr Kraft in den Oberschenkeln kriegen. Trainiert werden Grundlagen für die Sprintfähigkeit. Wichtig vor allem am Ende eines Rennens. Bei der Übung Kraft am Berg ist die Maßgabe des Trainers, einen schweren Gang einzulegen und sitzen zu bleiben. Körperhaltung ist das A und O. Wer hoch hinaus will, muss den Berg hochfahren können. Heute ganze 15 Mal am Stück. Es ging eigentlich. Ich habe es jetzt eigentlich schon mehrmals gemacht und immer noch anstrengend, aber sonst geht's eigentlich. Nach dem Trainingslager warten Wettkämpfe. Unter anderem die Kids-Tour in Berlin oder die Vattenfall Young Classics in Hamburg. Dort heißt es dann nicht mehr die Rostocker, Parchimer oder die Greifswalder, sondern die Radler in den Trikots des Mecklenburger Radsportverbandes. Das hier geschmiedete Team beißt sich dann gemeinsam durch. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.